Und damit begrüße ich euch zurück zu Mad Games Tycoon 2. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, nach diesem kleinen Fauxpas am Ende der letzten Episode, wo ich zwei Techniker entlassen habe, weil ich zwei bessere einstellen wollte und die genau in dem Moment vom Arbeitsmarkt genommen wurden. Ja, 11.000. Fünfundzwanzigtausend. Ihr habt gerade nichts zu tun. So, ihr könnt hier schon mal abarbeiten, dass wenn wir dann mal irgendwann hier eingezogen sind. Sozial Media Interaktion, okay. Okay, jetzt brauchen wir aber keine mehr nach produzieren. Ja. 123.000 über einen digitalen Versand, jawohl. Immerhin. Gut, das wird jetzt natürlich dauern. Na, kommt. Ah, Moment. Du. Darf ich dich mal aufnehmen? Wieso kann ich euch nicht aufnehmen? Wer hat denn hier gesagt, ich darf die nicht aufnehmen? So. Was bist du für einer? Techniker? Nee. Ich wollte gerade sagen, das wäre es jetzt gewesen. Game Designer. Moment, Game Design ist hier oben. Game Design. Ja, dass wir immer ein paar Fans wieder verlieren, liegt halt daran, dass wir keinen Support haben. Aber das juckt mich gar nicht so sehr. Sind ja immer nur ein paar hundert pro Woche und mit jedem neuen Spiel machen wir wieder richtig gut. Plus, beziehungsweise auch mit den Messen. Von daher alles okay. Wie, wir haben noch 11.000 Stück hier drin. Okay, kommt hier. Weg damit.
Play Futures. Ich habe gesagt, Start Automatik. Krieg. Krieg ändert sich nie. Woher kennen wir dieses Zitat bloß? Bisschen abgeändert, damit da keine Ansprüche kommen können. Aber ansonsten weiß jeder, welche IP diesen Spruch immer benutzt. Was mich wundert ist, dass die PlayStation 1 noch nicht vom Markt genommen worden ist. Oder habe ich da nicht mitbekommen? Da. Kaum habe ich es ausgesprochen. Plattform ändern. 11%. 57. 12,7. Wann war die Markteinführung? Dezember 4. Warum? Da ist sie doch. Warum konnte ich dich nicht direkt einsetzen? 2040, was? 19 Millionen schon gekostet. Entwicklung fortsetzen. Wie gesagt, ich wollte gerade sagen, wundert mich, dass sie noch nicht vom Markt genommen ist. Und wollte ja nachschauen, ob ich die Mitteilung nur nicht mitbekommen habe. Und da blimp. Nein, hier. Die Anzeige informiert dich darüber, ob in einem Raum keine Aufgabe zu. Ja. Hast du denn? Ah, du hast zwei Aufträge. Arbeite die mal ab. Bisschen Geld nebenbei. Ihr seid soweit fertig. Genres. Ach, Junge, warum blinkst du denn, wenn du überhaupt keinen Raum hast, wo nicht gearbeitet wird? Ein Glück, dass so viele Bugs drin sind. Da haben die noch die Zeit, fertig zu werden. Ja, man muss aus allem mit Positive rausnehmen. Ui, eine Wirtschaftssimulation ist erstellt worden. Haben wir mal eben 6 Millionen durchverdient, weil die unsere Wirtschaftssimulations-Engine benutzt haben. Schön, schön. Damit hat sich
Allein damit haben wir die Unkosten fürs Erstellen der Engine schon wieder reingeholt mit dem einen Game. Sprich, sie hat uns im Grunde nichts mehr gekostet, außer die Zeit, die wir dafür gebraucht haben. So, die sind jetzt gleich auch fertig. Sound ist fertig. Grafik ist fertig. Da müssen wir noch auf die Motion machen. Lop. Ein Grafiker. Ein Grafiker. Mitarbeiter. Grafiker. So. Selektieren. Ja, super. Ich wollte eigentlich wissen, aus welchem Grafikstudio der ist hier. Ne, Moment, das ist Spieletesting. Grafik hier unten. Ach, da wäre auch noch einer reingegangen. Okay, Spieletester brauchen wir hier unten noch. Spieletester. Was bist du jetzt für einer? Programmierer, ja, da haben wir auch welche. 86,5. Der letzte Programmierer, der raus müsste, wären wir selber. Aber uns können wir nur selektieren, natürlich. Normalerweise müssten wir sagen, wir ziehen uns aus der aktiven Programmierung zurück. Machen nur noch das Geschäft in dem Sinn. Und dafür kann hier wieder ein anderer Programmierer mitarbeiten. So, kommt, macht drinne. Die letzten 10%. Die Bugs sind jetzt nämlich fertig. So. Entwicklung abschließen. 70, 90. Spiel vertreiben. Die Preise bleiben. Eine Woche. Jawohl, schön. Hit. Spielbericht. Und jetzt. Spiel produzieren. 500.000, 25.000, 5.000. Und dann na, direkt ans nächste Spiel. Nein! Och. Die Wirtschaftssimulationen sind jetzt schon weg. Oh, mal eben halt gucken, wo ist die Wirtschaft? Ah. Können wir aber noch produzieren. Sehr schön. Wirtschaftssimulation. 80%. Mit Sport. Das ist jetzt natürlich übel. Wie lange braucht ihr? 79 Wochen. Machen wir mit Aufbau, so ein Anno. Aufbau, Rennspiel gleich. Okay, komm, Aufbau. Oder machen Aufbau mit Wirtschaft. So rum machen wir das. Entfernen.
entfernen, Aufbau mit dem Wirtschaftsteil und daneben wir ein Spiel über Borgen und das Thema Alltag. So. Ich wollte gerade sagen Burgen City, aber so nach SimCity, wäre nicht so. Oder SimBurgen. Ja, machen wir. SimBurgen. Haben wir erstmal eine kleinere API zum Testen. So, Aufbau. Da haben wir noch keine Engine für. Sehe ich das richtig? Jo. Wickeln. Aufbau Sigma V. 5. Müssten jetzt eigentlich alles für Stufe 5 haben. Jawohl. Für PC. Und da ist der Aufbau. Achso, ihr habt ja was zu tun. Ihr habt nichts. Ihr habt zwei Aufträge. Ihr habt einen Auftrag. Ihr habt keine Aufträge, gut. So, okay, jetzt können wir hier rangehen. Spiel entwickeln. So. Zack. Wirtschaft, Aufbau. Das. Ah, die kann nur bis 4. 5. Der kann auch nur bis 4. Da. Die neue Xbox. Oh, die PS3 ist schon da. Ja. Moment. Was warst du? Und du? Okay, ihr könnt alle Stufe 5 schon machen. Sehr schön. Kopierschutz. Oh, gibt es auch einen viel besseren mittlerweile. So, Aufbau. Spiellänge, Spieltiefe, Story, Charakter, runter, Level Design, Missionsdesign, Spieltiefe, Spiellänge, Zugänglichkeit, Innovation ein hoch. Da machen wir Story noch ein hoch. Gewaltfrei und ruhig ein bisschen schwieriger.
So, Gameplay war drunter, Grafik hoch, Sound hoch, Technik war drunter. So, drei müssen raus. Dynamische und zerstörbare Welt brauchen wir. Brauchen wir gar nicht da drin. Force Feedback brauchen wir nicht. Level Editor brauchen wir nicht. Passwort Safe brauchen wir nicht. Sandbox Modus brauchen wir eigentlich nicht. Und der Rest bleibt drin. In-App-Käufe. Alles moderner Motion Controller. Wo bist du denn da? Warum gibt es den eigentlich doppelt? Ah, der ist teurer. Ist wohl V2 oder so. Die wollen aber den. Okay, dann kriegst du da den. So. Gameplay-Verbesserungen einschalten. Sounds natürlich. Motion Capturing. Die Bewertung der IP nimmt natürlich mit der Zeit ab, wenn nichts Neues kommt. Aber 2,9, schon unter 3 gefallen. Das heißt, danach werden wir wieder an die Apokalypse gehen. Am besten wäre natürlich, wenn wir hier noch hätten, dann könnten wir entweder noch Verstärkung für die machen. Oland im Grunde ein zweites Studio mit Motion Capturing und so weiter, dass wir zwei Spiele parallel produzieren könnten. Aber so weit sind wir noch nicht. Haben erst 63 Millionen auf dem Konto. Oh, da habt ihr euch aber richtig reingehauen. Mit der Grafik, mit der Geschicklichkeitsengine nur diesen Erfolg geholt. Okay, 13 Millionen. Millionen ist eigentlich doch gar nicht so schlecht. Aber unser Anteil, naja. Sehe gerade, wir machen in der nächsten Woche unsere nächste goldene Scheibe. Unsere nächste goldene Schallplatte. Da ist sie. Angeben, Besucher, die hier durch müssen, ne? Weil sie zu mir wollen. Und ihr seid fertig. Engine Futures. Na, kommt, macht hinne. Ihr habt nichts mehr. So, 530.000 habe ich nochmal nachproduzieren lassen. 140.000 schon verkauft, aber da sind auch die Online-Dinger bei. Oh ja, okay.
Ich denke mal, die kriegen wir noch weg. 53.000 pro Woche. Die Hälfte ist schon weg. Ich bin mal mutig. Ja. Brauchen wir uns da im Moment gar nicht mehr darum kümmern. Handyspiele. Ab sofort können wir auch Spiele auf dem Handy produzieren. Oder portieren. Oh, 126.000 Fans mittlerweile. Das ist jetzt aber gut hochgegangen. Und? Ah, schade. Kein Spiel des Jahres. Das wär's gewesen. So, schön das Weihnachtsgeschäft noch was mitnehmen. Wunderbar. 220.000 nur noch auf dem Lager. Über 2 Millionen verkauft. Wunderbar. So muss das sein. Und so gefällt es mir. Oi, oi. Acrion 4. Action 4. Ach so, da habe ich anstatt T R lang gemacht. 9,3 Millionen verkauft. 12 Millionen kriegen wir von dem Spiel. Und guck mal hier, wir sind mittlerweile 110 Millionen auf dem Konto jetzt. Das hat mal reingehauen, das Game. Das hat uns gut gepusht. Wir haben keine Spiele mehr. Aber jetzt so 100.000. Auch wenn wir öfters nachproduzieren müssen hier. Das Weihnachtsgeschäft ist rum. Da müssen wir erstmal gucken, wie es weitergeht. Weg mit dir. Wie sieht das aus? Sie sind auch dran. Gut. Zweieinhalb Millionen verkaufte Einheiten von im noch höheren Himmel. Nummer 17, fast 18 Millionen mit einem Spiel, welches mit unserer Engine produziert wurde. 256 Millionen Umsatz. Oh, Junge, Junge, Junge. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Es kommt näher. 290 Millionen. Die nächsthöhere Schallplatte, nämlich Platin, gibt es übrigens bei 5 Millionen. Aber da haben wir gerade mal die 11 im Moment. Das werden wir mit im noch höheren Himmel nicht schaffen zu erreichen. Auch wenn es unser bestes Game ist. 46.900.000 bisher Einnahmen.
Sehe ich gerade. 47,5 Millionen. Joa. Es hat sich doch gelohnt, das Game zu machen. What? What? Entwicklung fortsetzen. Kann das echt sein, weil wir nur ein normales E-Spiel haben? Also mit relativ wenigen Futures, dass das so schlecht bewertet wird? Na gut, die haben jetzt natürlich die Grafiken und so noch nicht bewerten können. Hat schon wieder leer. Komm noch einmal. Ja, das Spiel ist auch schon seit über einem Jahr auf dem Markt. Pushen wir es nochmal. Ja, komm, noch einmal. Es hat uns so viel eingebracht. Da können wir es ruhig noch einmal pushen. Wow, 9000 Fans dazu. Durch das sind über 50 Millionen. Über 50 Millionen durch das eine Game gemacht. Also ich denke mal, wir werden hier echt noch ein zweites oder vielleicht sogar was aufteilen. So, zack, ein zweites und hier noch ein drittes machen. Obwohl, wir brauchen ja auch noch Platz für, wie heißt es jetzt, Marketing, Support und Hardware. Also, dass wir eigene Konsole bauen können. Also wird es wohl doch nur ein zweites Studio werden. Zehntausend, Mama, 25.000. Ja, 20 sind schon weg. Machen wir noch einmal 25. Okay, jetzt verkaufen wir noch 3.000, 4.000 in der Woche. Das war's dann wohl langsam. Können wir die Preise noch was anpassen? Moment, 15. So. Ach, hat aber auch nicht viel gebracht. Naja, verkaufen die letzten 15.000 noch, die wir jetzt noch haben. Und das war's dann. Ah, nicht mal mehr. Die haben wir nicht mal mehr verkauft bekommen. Ach, guckt euch das an. 54 Millionen hat uns das eingebracht. Sauber, sauber, sauber. Allein 270.000 digitale Versionen verkauft. Also 10%. Ich hatte richtig gerade so schnell mal durchgerechnet habe im Kopf. Eigene Spiele. Umsatz. Boah, guckt euch das an. Mal eben fast 30 Millionen mehr verkauft am Umsatz wie unser bestes Spiel im Moment. Wie das davor war. Junge, Junge, Junge. IPs. Apokalypse Rennen im hohen Himmel. Du bist bei 04 und du bist bei 03. Wo bist du? Immer noch 2,9. Das ist gut. Das ist gut und schön. Oh, kommt nach Dinner. Wir müssen unsere Top-IP pflegen. Neuer Trend: Wirtschaftssimulation. Und
Industrialisierung. Sehr schön. Hier sind wir fast fertig. Wie lang? 59 Wochen. Das wird knapp. Ja, Entwicklungszeit haben wir mindestens. Erst recht, wenn wir einen Triple-A-Titel machen. Ihr seid fertig. Die Bugs sind fertig. Da ist noch Grafik und Motion. Motion ist auch fertig, also noch die Grafik eben abwarten. Ja, okay. Ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall nicht schaffen, fertigzustellen in der Zeit. So, ihr seid auch fertig. 60, 80. Naja. 29. Moment. Das ist ja nur A. Dann bleiben wir bei den Preisen. Ein Prozent unterm Hit. 1% unterm Hit. Und alles nur weil Gameplay. So. Direkt. Spiel entwickeln. Fortsetzung. Apokalypse Werwolf. Was wäre das letzte? Ne, das ist der Spin-off. Das war der Spin-off. Da sind die Agenten. So. More Agenten. Rollenspiel. Moment. Bevor wir hier irgendwas machen, Engine updaten. Rollenspiel. Rollenspiel. Sechs. Sechs schon. So. V5, Technologiestufe 5 ist Minimum damit machbar. So. Das, ach so, hier müssen wir Spiel produzieren. 2, 3, 1, 2, 3, 1 Million. Hier machen wir direkt 75.000. Hier machen wir 15.000. Oh, 125.000 Bestellungen allein schon. So. Die ersten 200.000 sind schon weg. Sehr, sehr gut. Ihr hattet Aufträge. Ihr habt Aufträge. Abarbeiten. Wie sieht das bei euch aus? Nein. Bei euch? Nein. Ihr habt's aber. So.
Ja, nicht wundern. Ich weiß, ich wollte eine Wirtschaftssimulation machen, aber wie gesagt, wir müssen unsere Top-IP ein bisschen pflegen. Deswegen bin ich jetzt doch da dran gegangen. So, die Hälfte haben wir schon mal verkauft. Sind auch schon im Plus mit 4 Millionen. Wunderbar. Ihr habt nichts mehr zu tun. Was habt ihr denn für Gameplay Futures? Instrument Support? Besondere Musik- und Rhythmusspiele. Ach so. Konsolenentwicklung. 10 Millionen. Oh, Junge, Junge, Junge. Das haut rein. Ja, wieso haben wir hier drei? Moment mal. Da läuft nur einer rum und tut nichts. Was bist du? Du gehörst da hinten hin. Techniker. So. So, Spiel entwickeln. Fortsetzung. Wo sind sie? Da. Deutlich geringere Entwicklungskosten, keine Erinnerungsmöglichkeit, keine Zweitvermarktung. Wir hauen das mal aufs Handy raus. Dann müssen wir mal gucken hier. Handys. 75%. 18%. Ja, der hat nur Stufe 3. Der hat nur Stufe 3. Und die haben ja alle nur Stufe 3. Jetzt muss ich aber erstmal was gucken hier. Kann ich hier überhaupt benutzen? Ja, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3 jetzt. Dann können wir ja euch auch noch benutzen. So. Ja. 44, das heißt Double B, Double A. Ne, bis 40, ne, muss Triple A bleiben. Okay. Booster Packs. Spielname. So, okay. Dann machen wir das. Wie alle anderen auch. Ein P dahinter für Phone. So, die Fans sind bereits gespannt auf Fortsetzung. Nein, nein, nein. Ich wollte keine Fortsetzung machen. Ach, verdammt. Gameplay verbessern. Ich wollte doch nur portieren. So, wie sieht es denn aus? 200 Stück haben wir noch. Und goldene Schallplatte. Alles klar.
Mittler in Entwicklung. So, mein Handy ist ein Spielverderber, ich weiß. Dennis hat gerade gesagt, hör mal zu, deine Zeit ist abgelaufen für diese Session. Das bedeutet, ich verabschiede mich von euch. Bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Und wünsche euch alles Gute. Und sage Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer, dein Aiden Croft.